Komm raus, Junge. Übrigens, den kannst du, glaube ich, nicht parryen. Ja, das habe ich mir schon irgendwie gedacht. Falls du es versuchen möchtest, ich glaube... Dieser gibt später. Oh! Okay, das ist jetzt unlucky, Mann. Das ist jetzt super unlucky. Okay, der war gar nicht so schwer, wie ich dachte, Mann. Viele Gegner in Dark Souls sehen auch einfach nur gefährlich aus. Das ist der da oben, der... Kleine Pisse. Lol, Alter, der ist ja riesiger als ich dachte. Oh, Big Item. Feuerhüter. Feuerhüter, verstärkt deine Estus Flask, wenn du... Au. Wenn du die am einem NPC abgibst. Das ist klingt cool. Oha, ein Fahrstuhl. Das sah für mich nicht aus wie ein Fahrstuhl gerade, muss ich sagen. Das sah für mich aus wie eine Zelle oder so. Das geht ja nach unten. Mach dich bereit, dass dein... Auf ein Rohr... Mein was? Was? Mach dich auf ein Rohr. Oh nein. Okay. 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 Moment. Moment was? Moment mal. Moment. Ach lol. Als ob, Mann. Ey, da sind wir wieder hier. Schon krass, ne? Wo du denkst, wo du überall lang geflitzt bist. Ja, auf jeden Fall, boah. Da an dem Typ, an dem Typen vorbei geht eine Treppe runter. Ich entdecke neue Wege. Jetzt. Ach komm, Mann. Natürlich wartet da einer. Oh, ja. Oh, ich hab keinen Hauptsache mehr. Oh, 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 oh. Ey, jetzt hör doch auf! Nein! Ach man, das war so knapp. 13! Immerhin bin ich hier, Mann. Komm. Hallo, Matthias. Erneut. Inklusiv geschrieben. Fühl dich so, als wenn meine Antwort kursiv gewesen. Du bist ja schon einmaliger Gegner. Oh, nice. Boah, Gott sei Dank. Aber das ist ja immer da drauf klopft, ne? So erkennst du halt. So hörst du halt das Spiel. Ja, schon, aber. Er kann ja aufhören, wenn ich mit dem rede. Nice, Junge. Ich fühl mich gut. Ich fühl mich gut. Nicht gut. Das ist so, wie lange noch. Komm, warte, komm. Wir haben ja nur die drei umgebracht. Da können wir noch ein bisschen hier, ne? Können wir doch nicht. Scheiße. Guck mal, sie ist sogar ein 3 der Dude. Boom, bam, Junge. Boah, das fühlt sich so geil an, die gerade wegzuschlitzen, ne? Das ist so. Ah, du machst mir kein Damage. Junge, was wollen die eigentlich? Junge, der rechts ist auch nicht gespawnt. Easy. So, let's fucking go. Jetzt machen wir den hier oben mal. Fühlt sich immer noch gut. Der hat ja gar keine Schnitte mehr gegen mich. Junge, Sven, Alter, der hat nicht mal Blutungsdamage. Das Game ist ja easy, ey. Was will ich hier eigentlich noch, Mann? Komm, das spielen wir heute noch durch. Diesen Satz, ne, den wirst du in unter einer Minute bereuen. Ich weiß. Apropos, fällt mir kurz was. Wenn du jetzt um die Ecke gehst, wirst du diesen Satz bereuen. Na komm jetzt, ey. Jetzt stell dich mal so an. Also, ich würde den so. Ich würde das nutzen, wenn der da so fest hält. Two-Hit, Alter, was. Junge. Okay. Ich denke, sie haben jetzt verbesserte Spritzen durch den. Das sind die sauber. Du weißt, der Typ hat die gebufft, der hat den einfach saubere Spritzen gegeben. Boah, okay, die Flakons, das ist jetzt schon. Kommen aber jetzt nicht unendlich viele, ne, wegen dem Typen. Der ist schon ein Abfuck, Mann. Vielleicht stehen die gleich noch wieder auf. Digga, hör mal auf.
Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Erik hält das Spiel für riesig. Hoffen wir mal nicht. Ich glaube, das waren alle, ne? Drück dir die Daumen. Hä? Hä? Okay. Ah ja, Tanz wieder, ne? Ich glaube, die stehen. Genau. Kann auch sein, dass er jetzt die Rippe auf unten gebracht hat. Das kann auch gut sein. Ja gut, dann soll er unten chillen. Aufgetreten! Junge. Savage! Ja, ich glaube, ich habe sogar den Schlüssel dafür, ne? Okay, gehen wir das Ganze mal durch. Was wäre das Schlimmste, was passieren würde, wenn ich sterben würde? Was würde alles spawnen? Eigentlich noch nicht so viel, ne? Die Junkies und nur die zwei Ritter. Ja, aber sonst eigentlich... Ach komm. It's Boss Time. Oh, es ist sowas von Boss Time. Es ist sowas von Boss Time. Ich das hier schon so sehe. Na gut, komm, ich schaff das schon. Oh, okay. Ich habe schon gedacht, wahrscheinlich irgendwie sowas. Quasimodo. Ich hab nicht mal Angst vor seiner Waffe, weißt du? Sondern vor seinem Schwanz mit der Axt da dran. Ich glaube, die nutzen nicht nur zum Anwerfen. Okay, aber eventuell lässt sich der Schwanz abtrennen. Weißt du, an sich ist das einfach aber. Hey, ja, der ist im. Nicht so schlecht. Ja, gut. Man kann Fehler machen, klar, aber. Wirkt jetzt nicht. Na komm, jetzt macht er. Nee, doch nicht. Jetzt macht er das, ne? Es gibt nur einen ärgerlichen Part an diesem Boss, weil. Ich find's gut, dass er mir keinen Damage macht, Mann. Ja. Ich glaube, was Schiss, dass das Schild das nicht länger aushält. Er macht noch. Ey, so schnell geht das. Er hat halt einen Bruder, ne? Oh, das ist natürlich super dämlich. Der hat ein bisschen Chili gegessen. Oh, das ist natürlich jetzt. Ja, er ist dann schon mal ein bisschen schwieriger gehabt. Das ist halt der Nachteil an der Waffe, die du hast. Mann, das ist halt super beschissen gerade, Mann. Ja, aber dafür schlägst du dich noch ganz gut. Die meisten Leute, die erstmal gegen die Gargoyles kämpfen und wenn der zweite kommt, sind die meisten Instanz. Ach, du hast den Schwanz schon abgetrennt von dem einen. Ich weiß nicht wie, aber ja. Man kriegst, kannst, die können dadurch ihre Waffe droppen oder einen Helm. Nein. Aber wenn die beide Feuer spucken, das ist super nervig. Das ist eigentlich der Punkt, wo du die hinten. Ja, aber. An denen vorbei. Was? Wer der zweite Gargoyle hat entwickelt. Das ist ja total. Total solide. Oh, fuck, fuck. Zeit. Fuck, Mann. Die stehen aber auf. Oh, what the fuck. Oh, mein Gott. Oh.
Was sollen? Ich krieg ihn nicht angegriffen. Ich krieg ihn nicht angegriffen. Die kann im Schnittplatter, wenn die ganz oben auf der Spitze stehen, kommen darf, ach, die Hitbox kommen, weil deine Waffe halt ziemlich kurz. Ach, blöd, ey. Ja, ich muss sagen, also ich hätte nicht gedacht, dass du so weit gegen ihn kommst. Ich habe gesagt, spätestens nachdem der zweite da auftaucht und die beide, der eine Feuer spuckt, da ist Ende für dich, aber.